Gestern war der erste Tag der BlizzCon. Wer es noch nicht mitbekommen hat, dann wisst ihr es jetzt. Und ich möchte euch ein wenig über dieses Ereignis berichten, besonders in Bezug auf Diablo. Erstmal ganz allgemein, gestern Eröffnungszeremonie, 19 Uhr unserer Zeit, war eigentlich wie immer. Ich habe jetzt schon ein paar BlizzCons gesehen, die ganzen neuen Spiele, oder die, neuen, die Spiele wurden vorgestellt, was gibt es da so für Neuerungen, oder was hat es im letzten Jahr für Neuerungen gegeben. Dann viel Selbstlob, ne? Viel Hype, Hype, Hype. Und ganz am Ende kam dann auch noch ein, so der verlorene Sohn Blizzards, und zwar heißt der Diablo. Und dort wurde gesagt, es wird eine neue Klasse geben. Es wird nächste Woche, ja, der PTR geschaltet für den neuen Patch. Und es wird ein Minigame sozusagen von Diablo 1 in Diablo 3 geben. Gut. Nur mal so ganz grob, was das ist schon das, was es so für Diablo geben wird. Jetzt mal mehr ins Detail, denn um 1 Uhr war es, glaube ich, 1 Uhr oder 0 Uhr, gab es nochmal ein Diablo-Panel, auch auf der Mainstage, zum anlässlich des 20-jährigen Geburtstages von Diablo. Und dort sind die nochmal ein bisschen mehr ins Detail gegangen. Und als allererstes, wie gesagt, nächste Woche kommt der Patch. Und es ist kein Content-Patch. Ich will jetzt noch nicht irgendwie mein Urteil fällen, das macht man immer erst am Ende, fällt man sein Urteil, aber das ist doch sehr enttäuschend, meiner Meinung nach. Für mich persönlich das Enttäuschendste der BlizzCon. Gut, aber es wird immerhin ein neuer Patch kommen, 2.4.3. Was da jetzt groß geändert wird, weiß ich nicht. Für die, die nicht wissen, was ist denn? Also ein Content-Patch wäre jetzt halt gewesen 2.5. Patch 2.5. Das hatte ich mir erhofft von der BlizzCon. Mit neuen Sets zum Beispiel, irgendwie neue Legendaries, bisschen Balance-Änderungen, irgendwie ein paar Neuerungen, ne? Was auch immer. So Sachen. Das hätte ich mir gewünscht. Aber wenn schon die Versionsnummer nur 2.4.3 ist, wird es nicht allzu viel Änderungen geben. Das ist ziemlich klar. Das ist einfach ein kleiner Patch kommt jetzt. Und wie genau jetzt, was genau in diesem Patch kommt, ist auch meiner Meinung nach noch nicht so ganz klar. Also, denn es wird neue Zonen zum Beispiel geben. Aha. Immerhin. Dann gibt es auch mal ein paar neue Monster und so vielleicht. Ganz nett. Und so wie ich das verstanden habe, oh mein Handy, ist das die große Neuerung des Patches der Geburtstag-Dungeon. Also, da geht man in irgendeiner Zone, ich glaube in Akt 1 oder so, ja, findet man so ein Portal, da kann man dann reingehen und dann verändert sich die Grafik und man ist sozusagen im Retro-Stil von Diablo 1. So halt das Interface hier zum Beispiel angepasst an den Style von Diablo 1. Auch die Grafik und die Animationen sind sehr retro. Ja, das sieht aus, ja, wie aus den 90ern, so ein bisschen mit Comic-Grafik. Und ja, dort gibt es dann die ganzen Bosse von Diablo 1. Haben so ein bisschen so Botcha und so. Ja, die kann man da killen. Aber so richtig, wie genau das jetzt aussieht oder was genau das jetzt sich dahinter versteckt, ist nicht so ganz klar. Ist es jetzt wirklich was, was man irgendwie grinden kann oder so? Oder macht man das jetzt einmal so durch, haha, ganz lustig und geht dann nie wieder hin? Ja, wieso? Da gibt es ja genug Sachen, die man irgendwie in Diablo nur einmal macht. Das ist nicht so ganz klar. Ich denke eher Letzteres. Also, ich glaube nicht, dass das irgendwie jetzt groß das neue Top-Feature wird, sagen wir mal so, ja. Es wird auch einen neuen Legendary Gem geben, den man in den Helm packen kann, in diesem Dungeon. Der sieht so aus hier. Man sieht hier auch schon, glaube ich, so mal so ein bisschen so die Retro-Grafik. Naja. Nicht, eher nicht. Naja, ist auch egal. Auf jeden Fall. Boah.
Auch so, also besonders das nachdem ich ein Level bekommen habe, sind meine Ressourcenkosten und Cooldowns reduziert. Also. Level von dem Gem und dann habe ich 15 Sekunden. Also, naja. Weiß ich nicht so. Kann man in den Helm packen. Immerhin. Ja, und das sind ist diese ist dieses Dungeon. Meine Prophezeiung. Ganz nett. Mehr aber auch nicht. Das Geburtstags-Dungeon soll im Januar kommen. Und damit wird auch ziemlich klar, also Januar 2017, damit wird auch ziemlich klar. Ich denke, der neue Patch dann, 2.4.3, wird dann so im Januar erscheinen, nach Weihnachten. Ja, dann wird es noch eine Änderung geben, ist interessant. Und zwar eine Quality of Life. Neuerungen. Und zwar, und das finde ich wirklich sehr, 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 sehr gut, wird es eine Armory geben. Hier sieht man das schön. Und dort könnt ihr Profile von eurem Char speichern. Und zwar nicht nur Skillungen, sondern auch das ganze Gear und auch Cube. Den Cube. Ja, das heißt also, wenn ich irgendwie meine drei Sets spiele, Support, Damage Dealer oder so Solo, kann ich die halt super hin und her switchen für meine Klasse. Das Paragon-System, das wird nicht geswitcht. Das ist immer noch universal für alle Klassen und Skillungen. Ja, und er nimmt auch automatisch die besten Gems rein, die besten Leg-Gems, die man so zur Verfügung hat und so. Sieht ganz cool aus. Auf jeden Fall eine super Quality of Life. Verbesserung. Die auch schon häufig gefordert wurde, ne? Dann muss man dann. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gut. Also, das ist mit eins der besten Neuerungen. Nicht nur, weil es halt einfach angenehmer ist zu spielen, ne? Sondern weil das auch, denke ich, dazu führt, dass man halt einfach mehrere Sets von seiner Klasse auch mal ausprobiert. Denn ich kenne es selber von mir. Ich spiele dann halt ein Set und hab dann schon keinen Bock mehr, jetzt nochmal Char leveln oder alles umzustellen, 20 Minuten, um dann mal ein Set zu testen oder so. Boah. Aber damit hat man auf jeden Fall mit einem Klick alles umgestellt. Dann wird es das Crafting-Menü geben. Ja, das ist auch super. Also alle Crafting-Materialien hat man jetzt nicht mehr irgendwie im Stash oder so, sondern so ein Crafting-Tab. Da sind die alle gespeichert. Auch sehr cool. Ja, die beiden Änderungen sind auf jeden Fall mit so das Beste, was ich sehe. Das Ganze nennt sich dann halt hier diese Armory. Und ja, da kann man wirklich nichts Schlechtes drüber sagen. Dann wurde, was interessant noch ist, das wurde aber nur so angeschnitten oder das hat man schon so ein bisschen aus anderen Quellen gestern gehört. Es wird die sogenannten Challenge Rifts geben. Challenge Rifts sind Rifts oder Greater Rifts. Ich schätze immer eher Greater Rifts. Bei denen man ohne Paragon, ohne Ancient Gear, ohne Augments auf dem Gear und so weiter sich misst, schätze ich mal. Damit halt nicht die Leute, die halt den ganzen Tag grinden, so große Vorteile haben gegen Leute, die nur eine Stunde am Tag spielen. Ne? Ist ja logisch. Auch oft kritisiert, dass irgendwie wer 12 Stunden am Tag spielt, der ist auch am Ende meistens in den Leaderboards vorne. Und so, da sind die Leaderboards für Leute, die nicht so viel Zeit haben und nicht so krank sind und jeden Tag nur Greater Rift spielen, 3 Monate lang. Im Nachteil. Und da an die ist es gerichtet, dass das Leaderboard-System auch zugänglich ist für Anfänger oder wenig Spieler, sagen wir mal so. Und das ist auf jeden Fall auch cool. Darüber wird es heute ist noch ein Panel auf der BlizzCon zu Diablo, da wird heute noch mehr Informationen zu geben. Das waren nur so die ersten Gerüchte. Ja, wie das genau aussieht, berichte ich euch dann oder könnt ihr heute bei mir auf dem Stream sehen oder wie auch immer. So, das ist erstmal so der Patch. Zumindest habe ich so verstanden. Und also Patch 2.4.3. Ich bin mir nicht ganz sicher. Eine Sache noch. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das alles in diesen Patch kommt. Die neue Zone, das Geburtstags-Dungeon und diese Armory und hier.
Denn ich, das konnte man nicht so ganz raushören. Es kann halt auch sein, dass diese Armory erst im übernächsten Patch kommt und so. Also, ja, wenn das alles jetzt in den Patch kommt, ja, dann finde ich es also sehr ansehnlich. Dafür, dass es wahrscheinlich sonst wenig Änderungen oder inhaltliche Änderungen wenig gibt. Aber mal sehen. Nächste Woche gibt es den PTR, dann gibt es die Patch Notes, wissen wir mehr oder vielleicht heute Abend. So, dann das große, die große Neuerung, ja, die groß angekündigte Neuerung, ist die neue Klasse. Und das ist der Necromancer, der vorgestellt wurde. Der Necromancer ist so sehr nah am WD, sagen wir mal, aber so ein bisschen so eine Mischung aus dem WD und Monk kam es mir so vor. Er ist eine Pet-Klasse, also wie der WD, aber er soll, und das ist so der Grundunterschied laut Blizzard, aktiver zu spielen sein. Ne? Wer schon mal Pet-WD gespielt hat, der weiß, man läuft da so ein bisschen durch die Gegend, hinter einem die dummen Pets und die hauen da immer alles irgendwie, ja, und nie den Gegner, den ich hauen will, hauen die. Das ist anders beim Necro, denn da kann man aktiver, also kann man zum Beispiel Skelette, die man spawnt, dann auf bestimmte Targets zielen lassen oder angreifen lassen. Ja, so also man kann die aktiv steuern, die Pets. Und auch so vom Art Design ist der Necro mehr so Richtung Knochen, Skelette. Der sieht auch selber so aus, so wie so ein Skelett-Typ und so todesnah und dunkler als der WD. Der WD ist ja eher so Zoo und Zombie. Und ja, man konnte auch so ein paar Skills sehen. Hier zum Beispiel. Und es war auch eine Demo spielbar auf der BlizzCon, wobei ich gehört habe, also die war sehr rudimentär. Diese Demo, da konnte man irgendwie drei paar Skills benutzen, man konnte keine Runen oder so benutzen, man konnte die Skillung nicht ändern, man ist da durch die Gegend gelaufen. Auf Greater Rift Stufe 2, ja, so sah das hier auch aus und konnte dann halt so einen Skill immer drücken und dem mal so die Animation sehen. Hier seht ihr auch das so der Movement, so ein Teleport. Und hier seht ihr auch, dass man halt aktiver seine Armee auf Skelette, dann auf bestimmte Gegner schicken kann. Also, das ist aber in einer sehr, sehr, sehr frühen, einem sehr frühen Stadium der Entwicklung. Da sieht man ganz klar. Beziehungsweise denke ich, dass das hier Teile einer abgebrochenen Expansion sind, die wir sehen. Ne? Das ist ja eh immer das, was ich euch gesagt habe. So, jetzt sieht ja ganz cool alles aus. Wie wird denn dieser Necro ins Spiel gepatcht? Man muss ihn kaufen. Es wird einen DLC geben für Necro. Da gibt es halt die Klasse, Pets, Banner, Stash-Tab-Slots, Charakter-Slots, ne? Sowas alles da drin. Wird, ich schätze, so zwischen 15 und 30 Dollar kosten oder Euro. Und jetzt kommt's, und das war wirklich was, wo mich gestern, wo ich echt gestern dachte, ernsthaft? Also wirklich. Im zweiten Teil des nächsten Jahres kommt diese Klasse. Und das hat mich wirklich geärgert, wirklich. Also, das kann ich einfach nicht verstehen. Wie, na, seit einem halben Jahr gab es keine Neuerung an Diablo. Nix. Und jetzt eine Klasse. Für eine Klasse brauchen die jetzt fast dann 2 Jahre Entwicklung. Also wirklich, das ist. Und wenn die jetzt schon sagen, in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres, also das ärgert mich wirklich. Da frage ich mich, und ich will jetzt nicht den Vergleich wieder zu irgendwelchen anderen Games ziehen, aber da kommen einfach. Das ist gar nicht vergleichbar, wie viel Content bei anderen Games kommt. Ja, also das war wirklich für mich echt wie so ein Schlag ins Gesicht. Weil, also selbst wenn irgendwie 3 Leute nur noch an dem Spiel arbeiten, also so ein klasse Design, kann doch nicht 2 Jahre dauern. Also da, ihr merkt, ne? Ich werde da echt aggro. Ja. So. Beruhigt mich jetzt aber auch. So sieht das Ganze aus. Und mein Fazit ist, ich sag's ganz ehrlich, enttäuschend. Es gibt nicht mal ein Content-Patch. Ja, das war so das Mindeste, was ich mir erhofft hatte. Ich habe euch in meinem Spekulationsvideo eigentlich alles vorausgesagt, was heute auf der BlizzCon
vorgestellt wurde. Kein Expansion, kein Diablo 4 oder so. Und das fand ich auch war ziemlich klar, dass das so kommen wird. Aber ich hatte mir zumindest erhofft, also meine Erwartungen waren so tief, dass ein Content-Patch jetzt kommt. Nach einem halben Jahr keine Patches mehr, nach dem verfrühten PTR und so weiter. Gut, jetzt gucken wir mal, wie Patch 2.4.3 aussieht, aber... Also, meine sehr niedrig angesetzten Erwartungen wurden untertroffen. Und auch dieser Necro löst nicht die Grundprobleme von Diablo. Und die Grundprobleme von Diablo sind das, der Langzeitspielspaß. Der ist nicht vorhanden in diesem Game. Und das ist schon länger so. Und eine neue Klasse wird dann nochmal eine Woche mehr grinden sein. Ganz lustig. Und dann auch noch kaufen die Klasse. Also, ich will nichts dagegen sagen. Dann sollen sie, ist ja gut sogar für Diablo, ja? Dann sollen sie mal ein bisschen Geld wieder mal mit Diablo machen, dass sie vielleicht, ja, irgendwie Ende nächsten Jahres dann mal wieder ein bisschen Geld damit machen. Okay, ich verstehe das alles, aber irgendwie, ja, bin ich nicht zufrieden mit dem Ganzen. So, haut rein, das war's von mir, bis zum nächsten Mal.